Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR, egal ob Gameplays, Hardware-Videos, die News-Sendung, die jeden Dienstag startet und so besondere Videos wie heute, wo ich euch VR-Experiences zeige, findet ihr auf meinem Kanal. Und falls euch mein Content gefallen sollte, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es Neuigkeiten gibt auf meinem Kanal. Ja, das tut euch nicht weh, mir ein Abo zu geben, hilft mir aber, ja, das Ranking bei YouTube zu verbessern. Also ist eventuell eine Win-Win-Situation. Ja, ich war in Berlin zu Besuch im Catwalk Flagship Store VR Atom. Und das VR Atom ist eine Mischung aus Catwalk Showroom und VR Arcade Halle. Und da wird beides so ein bisschen miteinander kombiniert. Und ja, ich durfte auch Leute mitnehmen. Vorab habe ich auch schon mal gefragt in der News-Sendung, im Discord und so weiter, wer mich denn da begleiten möchte. Und ja, ich habe drei Leute gefunden, die mitmachen wollten. Das ist einmal der Kalle Max, der hat mit Rainbow Reactor entwickelt. Und der Alexander von Area One, der Stack Defense entwickelt hat. Und dann war der Zuschauer Andy Thiewald dabei. Und ich möchte mich nochmal herzlich bei euch bedanken, dass ihr ja mit mir den Tag da getestet habt. Hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und ja, es war zum einen einmal cool, euch wirklich so mal kennenzulernen. Und zum anderen war es natürlich auch sehr, sehr hilfreich für das VR Atom, damit ihr die Hardware mal komplett nutzen können und ihre Tests auch machen konnten. Dafür war es natürlich auch sinnvoll. Das war eine Win-Win-Situation. Sie konnten testen, wir konnten testen. Ja, alle sind glücklich. Im Vorhinein habe ich über das Catwalk Mini natürlich sehr, sehr, sehr viel gehört, gelesen. Es gibt teilweise echt sehr negative Bewertungen, die einerseits nachvollziehbar sind, andererseits aber nicht. Man muss natürlich sehen, für was man das Gerät kauft oder für was man das testet. Wenn ich in der VR-Karl-Halle bin, egal, weil ich kaufe ja kein riesiges, teures Gerät. Wenn man das jetzt für zu Hause hat, gibt es natürlich andere Bewertungsprofile, sage ich mal, die man da beachten muss. Aber zum Review kommen wir am Ende. Ihr könnt in VR Atom mehrere Sachen testen, die rund um das Thema VR sind. Ja, das VR Atom bietet natürlich nicht nur die Catwalk Minis an, sondern ihr könnt da auch verschiedene VR-Geräte testen. Zum Beispiel die Behaptics-Weste kann getestet werden. Verschiedene VR-Brillen könnt ihr testen. Ihr könnt das Icarus-System testen. Das ist ein Fitness-Physio-Gerät, sage ich mal. Da gibt es drei verschiedene Versionen, die ihr da testen könnt. Und das ist jetzt natürlich ja schon Richtung wirklich Fitness-Physio und kein Spielzeug mehr. Und meiner Meinung nach gehört das ja in die Fitnessstudios der Zukunft. Denn da kann man echt richtig gut mit trainieren und man braucht noch nicht mal zwingend eine VR-Brille. Natürlich ist es cool mit einer VR-Brille, weil da kann man durch irgendwelche Welten fliegen und so weiter, wenn man auf diesen Icarus drauf sitzt oder drauf hängt. Aber man kann es auch einfach mit einer Handyhalterung, Tablethalterung benutzen. Da ist dann irgendeine Software drauf und da läuft dann auch irgendwas ab, um das zu steuern. Und da braucht man nicht zwingend eine VR-Brille. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch was für Fitnessstudios ist. Und für Physios natürlich auch. Ich meine, jeder kennt es, Rückenprobleme. Und ich glaube, wenn man damit immer mal wieder trainiert, ich glaube, da kennt man keine Rückenprobleme mehr. Ich habe es diesmal nicht getestet in Berlin, weil ich kannte das schon. Ich war noch ein bisschen angeschlagen von meinem Thrill of the Fight-Kampf. Aber meine Freundin hat es getestet, die war da sehr, sehr oft drauf an diesem Tag und die hat es am nächsten Tag echt sehr, sehr gut gemerkt. Nicht bereut, aber sehr gut gemerkt und da merkt man auf einmal Muskeln, die man sonst wirklich gar nicht so benutzt hat. Und diese App-Version, die man da hat, also diese VR-App, die zeigt auch wirklich an, in welche Richtung man gerade lenkt und welche Muskeln auch benutzt werden. Das fand ich auch ganz interessant und das könnt ihr zum Beispiel da auch testen. Also da gibt es so viele Sachen, die man da testen kann. Und ich bin aber echt mega neugierig gewesen. Wie ist es, auf dem Catwalk Mini zu stehen und damit VR zu spielen? Und im Vorfeld habe ich da schon sehr, sehr viele Sachen gelesen, gehört. Und natürlich war man neugierig und ich habe auch komplett diese Sachen, die ich gelesen und gehört habe,
ja, ausgeblendet, denn ich möchte immer neutral an so eine Sache rangehen, ohne ja, voreingenommen da irgendwas zu testen. Und ja, also der Catwalk ist ein Gerät, wir sind quasi einmal eingehangen, wir haben einen Klettverschluss, wir haben normalen Anschnaller, sage ich mal, den man auch dann festziehen kann. Und dann ist man zweifach gesichert. Man kann sich 360 Grad bewegen in diesem Gerät. Außer, dass man ein bisschen vom Kabel noch abhängig ist. Das wickelt sich natürlich irgendwann ein bisschen auf. Aber ansonsten ist man da wirklich dann frei in seinen Handlungen. Und ja, man braucht natürlich ja eine kleine Eingewöhnungszeit. Aber ich muss sagen, ich habe mich nie in diesem Gerät unwohl gefühlt. Ich hatte keine Angst, dass ich falle oder kippe. Und also man ist da wirklich relativ safe in diesem Gerät. Oder was heißt relativ? Man ist da safe drin, wenn man alles richtig macht. Und man muss nur ein paar kleine Dinge beachten. Dann geht es eigentlich beim Ein- und Aussteigen. Da gibt es an diesem 360-Grad-Gestell, was sich bewegen lässt, gibt es eine Bremse und die muss man beim Ein- und Aussteigen natürlich immer aktivieren. Sonst versucht man sich daran festzuhalten, dann dreht man sich und würde fallen. Aber ja, wenn man das berücksichtigt, dann ist es eigentlich kein Problem und man kann VR da genießen. Wir haben entweder spezielle Schuhe an, die man bei dem Catwalk dabei bekommt. Da sind ja so Kunststoffplatten dran, sage ich mal, über die man dann gleitet. Wir haben so eine Fläche, ja, die so ein bisschen wie eine Schale aussieht. Und darauf können wir super schön mit diesen Schuhen gleiten. Es gibt aber auch ja, so Sets, die man unter seine normalen Schuhe schnallen kann. Die hatte ich zum Beispiel in den Catwalk Mini an. Und ja, das war auch kein Problem. Man kann da wirklich schön gleiten. Es ist so ein bisschen ja, Schlittschuhfahren, ja, so ungefähr. Aber leichter als Schlittschuhfahren definitiv. Und es ist halt das Gefühl, dass man wirklich auf Eis steht mit Schuhen. Also nicht mit Schlittschuhen, sondern wirklich mit Schuhen auf Eis und ist eine rutschige Fläche. Und ja, aber wenn man einmal weiß, okay, ich kann mich überall hinlehnen und ich falle nicht, dann fühlt man sich da sehr, sehr sicher. Was mir aber aufgefallen ist, zum Beispiel in Phasmophobia, dass ich zum einen Probleme hatte, Gegenstände aufzunehmen. Es war schwieriger, mich wirklich runterzubeugen und Sachen aufzuheben. Das muss man echt lernen. Man muss das Gerät auch vernünftig dann einstellen, um das zu bewerkstelligen. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die dann unterstützen, dass man im Stehen dann Sachen auf dem Boden aufheben kann. Die sind natürlich dafür besser geeignet, sage ich mal. Eigentlich sollte es bei Phasmophobia auch gehen, aber in dem Fall ging es jetzt nicht. Ich war auch nicht der Einzige, dem es aufgefallen ist. Aber ansonsten war Phasmophobia schon zum Trainieren ganz gut. Also man muss wirklich eine kleine Eingewöhnungszeit haben. Man kann nicht draufgehen und denken, okay, ich spiele es hier wie ein junger Gott. Also man braucht schon so eine 20, 30 Minuten, bis man eingeübt ist und dann vernünftig spielen kann. Dafür war Phasmophobia echt super, weil man da gemächlicher läuft und sich ein bisschen genauer konzentrieren kann, wo gehe ich gerade hin. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, sich da zu bewegen, aber nachher geht es echt gut. Und was mir dann aber aufgefallen ist bei Phasmophobia, die Lautstärke des Catwalks. Klar, wir haben Schuhe mit Kunststoffuntersetzern dran und die klackern natürlich auf dieser Fläche, wenn wir da drauf rumlaufen. Und ja, da lasse ich euch gleich gerne mal ein Video zu einspielen, wo ihr mal wirklich die Soundkulisse ohne Spielesound und so hört, nur die von extern die Soundkulisse, wie wir ja, Phasmophobia und Pavlov gespielt haben. Ich muss sagen, in Phasmophobia hat mich das tierisch aus der Immersion gezogen. Ich hatte keine Angst mehr und nichts mehr, was ich sonst immer bei Phasmophobia habe. Ich denke, jeder, der meinen Kanal kennt, weiß das. Aber bei Pavlov hat es mich überhaupt nicht gestört, muss ich sagen. Denn Pavlov ist halt ja, mehr actionlastig und man läuft und schießt. Überall gibt es E-Sounds und von daher hat es mich bei Pavlov überhaupt nicht gestört. Und ich muss sagen, der Catwalk ist eine super Mischung aus Spiel und Fitness. Also das kombiniert beide Sachen sehr, sehr gut miteinander. Und also man trainiert da echt sehr gut und sehr schweißtreibend. Aber bevor ich jetzt weiterrede, schauen wir uns jetzt mal ganz kurz ja, das Video an, wo ihr so ein paar Sekunden mal die Soundkulisse genießen könnt. Und dann sehen wir uns wieder. Zweite Hände schwer.
Ja, ihr habt es gesehen oder gehört, eher gesagt. Und ja, die Soundkulisse ist natürlich immens, muss man sagen. Und ja, da, wenn man mit 4 Leuten da spielt, klackert es natürlich ungemein. Und das kann einen bei gewissen Aktionen ein bisschen aus der Immersion ziehen. Aber wie gesagt, das ist spielerabhängig. Und ja, ich habe auch noch mit den anderen Jungs Pavlov gespielt. Und ja, bei Pavlov muss man sagen, es funktioniert echt verdammt gut. Ich hatte echt viel Spaß. Es war schweißtreibend. Und man muss dazu sagen, es macht keinen Sinn, sage ich mal, wenn ich mich im Catwalk befinde und jetzt im Multiplayer joine gegen normale Spieler, die jetzt mit der Quest oder mit der Wolf Index oder was weiß ich spielen, denn die können mit dem Thumbstick viel, viel genauer sich bewegen als wir. Also es macht echt Sinn, nur gegen KI oder gegen andere Catwalk-Spieler. Da war es jetzt gut. Das ist ein Vierer-Set, die können entweder 2 gegen 2 gegeneinander spielen oder wenn wirklich woanders noch eine VR-Arcade-Halle steht, die können natürlich wirkliche Turniere auch machen, ne? 4 gegen 4 und ja, da ist dann Chancengleichheit gegeben und das ist bei, wenn man jetzt wirklich sich ein Multiplayer-Spiel anschließt, wo normale Spieler dabei sind, da wird man keine Chance haben. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt auch zum Interview kommen mit dem Hendrik, zeige ich euch das Pavlov-Gameplay. Ich habe da so ein bisschen zusammengeschnitten, sind so, glaube ich, 10 Minuten, nagelt mich jetzt darauf nicht fest. Sind 2, 3 Runden gewesen, die habe ich mal ein bisschen zusammengeschnitten. Und ja, wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Gameplay. Wenn ihr es nicht gucken möchtet, könnt ihr einfach Timestamp weiterspulen. Und ja, dann geht's auch weiter. Bis gleich. Scheiße. Das Scharfschützengewehr ist nicht meins. Oh, warum hab ich das jetzt wieder? Oh. Ja? Boah, jetzt hat. Warum krieg ich die ganze Zeit nur Sniper? Das kann man hier nicht nutzen. Komm jetzt, ich will was Vernünftiges. Warum schießt der eine Mann auf mich? Thank you.
Wow. Na. Bitte tötet mich schwer. Ich habe gewonnen. Das war die Pavlov-Runde und danach musste ich echt lange Pause haben, weil es ist, als ob man ja, einen 5-Kilometer-Marsch gemacht hätte oder einen Lauf. Also sehr, sehr schweißtreibend. Aber da sieht man mal, wo auch das Potenzial liegt bei diesen Catwalks. Denn
Ja, ich trainiere, ich spiele gleichzeitig. Das ist wie, wenn ich Soul of the Fight mache. Ich bin sowieso mega Fan von diesen VR-Sportsachen. Und ja, für mich geht da auch so ein bisschen die Reise hin, denn ja, wir gehen weg von den komischen Klischee, dass es dickbäuchige Leute sind, die mit ihrer Maus vorm PC sitzen und einfach da spielen, ne? À la South Park, die haben es ein bisschen übertrieben, die dann WoW gespielt haben. Und ja, von diesem Klischee müssen wir uns echt dann verabschieden. Und ja, so können wir Spiele genießen, wir können gleichzeitig Sport treiben. Und ja, das ist eine gute Kombination, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das Interview mit dem Hendrik. Und der Hendrik ist Manager quasi vom VR Atom. Und ja, mit dem habe ich ein bisschen über das ganze Thema und der VR Atom gesprochen. Und ja, danach würde ich sagen, gebe ich mein kleines Fazit zum Catwalk. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt oder sonst was, könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren unterbringen. Und wenn ihr Fragen zum VR-Atom habt oder zum Catwalk und so weiter, könnt ihr gerne da stellen. Ich versuche dann alles zu beantworten. Also jetzt geht's erstmal zum Interview. So Leute, ich bin hier im VR-Atom Flagship Store für Cat VR. Neben mir ist der Hendrik. Ja, hallo dir und an die Community. Ja, ihr könnt hier in dieser, ja, kann man es VR-Arcade nennen oder? Ja, so eine Mischung, ne, aus Verkaufsraum und Arcade-Lösung, ja. Mhm. Okay, also ihr könnt hier in diesem Store auch diese Cat VR kaufen, oder? Richtig, richtig, richtig. Wir sind in erster Linie ein Verkaufsladen, aber verkaufen tut man, ja, ich sag mal, vorzüglich dann, wenn man die Teile auch mal ausprobiert hat. Das ist wie beim Autokauf, ne? Also macht vorher eine Probefahrt und entscheidet sich, ist was, wie auch immer, und packt dann anschließend das Gerät gleich ein. Oder lässt es sich wie in dem Fall dann nochmal liefern. Okay, also die Leute kommen nach hier, testen das und sagen dann, cool, so ein Ding brauche ich zu Hause, und dann können sie es hier, genau, hier kaufen. Genau, genau, genau. Aber wir bieten natürlich auch die Möglichkeit an, dass man gleich mal Gruppentrainings macht, beziehungsweise dass sich auch andere Arcades die Lösung hier mal anschauen und sagen, okay, wäre auch was, wo wir unseren Umsatz mit peppen können. Das ist die Lösung eben oder die Ergänzung. Hier können wir unseren Innovationswillen mit zeigen, weil es ist ja einfach mal etwas anderes und es sieht auch einfach sehr schön aus, wenn diese Geräte dastehen mit der LED-Beleuchtung. Es macht was her, es macht die Kunden definitiv neugierig, ja, auch mal was Neues auszuprobieren, anstatt immer nur den klassischen Dingen in der Freizeitunterhaltung nachzugehen. Also die Leute, auch wenn die jetzt nicht unbedingt diese Geräte kaufen wollen oder sagen, boah, ich will sowas unbedingt mal ausprobieren, die können dann aber trotzdem nach hier kommen, auch mit dem... Gerne. Absolut gerne. Ja, also wir sind ja so eine kleine Spielhöhle für alle die, die gerne gamen und simulieren. Wir empfangen hier jeden. Wir haben natürlich neben den Catwalks auch noch andere Geräte. Wir haben haptische Westen, wir haben verschiedene Brillen hier, sodass man sich einfach mal so ausprobieren kann und einfach mal für sich sein Equipment erfahren kann, hier ausprobieren kann, austesten kann, ein bisschen bespielen kann. Gerne auch, wie gesagt, in größeren Gruppen, einfach, dass man hier zu viert mal zockt. Und wer sagt, er hat keinen Platz, um sich ein Gerät zu Hause hinzu stellen, kann natürlich auch regelmäßig hier bei uns einfach mal so zocken kommen, seine Erfahrungen mit uns teilen, uns hier auch ein bisschen in der Entwicklung voranbringen. Also wir sind hier wirklich ein offenes Haus für alle die, die gerne unter VR zocken, gamen und simulieren. Und diese Leute können dann hier Slots mieten, ja, kaufen. Ja, genau. Also sie machen genau, hier einen Termin aus mit euch. Richtig, richtig. Über unsere Internetseite www.vr-atom.de. Unten in der Beschreibung. Ja, genau, da unten. kann man sicherlich hier seinen Slot buchen. Ja, und da gibt es dann halt auch die Preisliste für verschiedene Längen und gibt es auch sicherlich Rabattfenster, sodass man da eigentlich über alle Preise und über alle möglichen freien Termine dann noch informiert ist. Und über die Möglichkeiten, die man hier so machen kann. Ich habe es ja eben selber erlebt, wir haben ja jetzt längere Zeit damit gezockt, also ja, es ist schon nicht so einfach, also man muss sich schon dran gewöhnen, ja, wie man da läuft, man hat ja natürlich diese Schuhe umgeschnallt unten und ja, bewegt sich ja so ein bisschen wie auf, ja, Glatteis, nicht so direkt, aber ist schon ähnlich, ne? Ja, es ist ein bisschen gleiten. Und das Gute ist halt, man ist wirklich schön festgemacht in diesem... Also Angst haben braucht man definitiv Anschnaller nicht. Anschnaller, wie ja, genau, also wenn man das Gerät nehmen, man ist fest angeschnallt, man kann also weder rausrutschen, man kann auch nicht irgendwie rausfallen oder wie auch immer. Wir haben die Sicherheitssperre drin, sodass die 360-Grad-Drehfunktion dann auch beim Ein- und Aussteigen, ja, ich sag mal,
sicherer ist, damit wir hier nicht über das Ziel hinausschießen, nicht? Also das funktioniert alles schon und es ist halt wirklich mal eine andere Erfahrung, weil mit den Geräten ich mich schlichtweg grenzenlos im Raum bewegen kann und nicht, wie viele Spieler es vielleicht zu Hause kennen, wo die Couch ruckzuck zum Stolperelement wird, ja, oder das Porzellan in der Anbauwand halt nicht sicher steht. Also die Sachen fallen mir definitiv aus. Ich kann grenzenlos mit dem Ding zocken und durch die Welt rennen. Mhm. Und es ist ja auch nicht nur ein Spielzeug, sondern es ist auch ein Fitnessgerät, kann man sagen, oder? Ja, also, ich glaube, das hast du selber erfahren. Ja? Also eine halbe Stunde der Schweiß läuft, die Kalorien verbrennen. Das ist ja das, was wir auch mit den Geräten erreichen wollen. Mhm. Ja, weg vom klassischen Zockerstuhl, vom Schreibtisch und nicht nur die Klickhand bewegen, sondern wirklich, dass der ganze Körper mit ins Spiel kommt, um dieses Spielerlebnis deutlich zu immersivieren. Mhm. Ja, wir haben ja Pavlov gespielt und bei Pavlov muss man ja viel, viel rennen. Und ja, wie du sagst, nach einer halben Stunde läuft der Schweiß und man weiß wirklich, was man getan hat. Ne? Und ja, kombiniert halt ein bisschen Spiel und Fitness zusammen. Ne? Und das ja, ist eigentlich auch... Definitiv. Und das ist die gesunde Mischung, weil hinterher schmeckt die Cola doppelt so gut und du musst kein schlechtes Gewissen wegen der Kalorien haben. Genau. Pizza könnt ihr euch alle direkt gönnen, ne? Das ist kein Problem. Ja. Ja, zusätzlich zu den Cat VR habt ihr ja auch das Icaros-System. Richtig, da. Richtig, wir sind, ne, Regionalpartner von Icaros, sodass wir also die Sachen, die wir hier in der Vertikalen machen, über Icaros auch gerne in der Vertikalen machen können. Und ebenfalls wieder diese Verbindung, die bei uns eben wahnsinnig wichtig ist, dass wir spielen, gamen, dann immer in Bewegung auch haben wollen. Mhm. Dass der ganze Körper mit aktiv ist und wir nicht einfach nur so sitzen und dieses virtuelle Erlebnis an uns vorbeirauschen lassen, sondern dass wir wirklich mit dem ganzen Körper mit VR erleben. Und das Icaros ist ein System, was wirklich nur für Fitness ausgelegt ist, oder? Na, man kann auch, wenn man fit genug ist, ganz viel Spaß beim Gamen haben. Gut. Aber dadurch, dass der ganze Körper wirklich, für die Spielsteuerung benötigt wird, ist natürlich für eine ungeübte Person relativ schnell zu merken, dass man diese Bewegung nicht alltäglich macht und dass man wahrscheinlich auch Muskelregionen hat, die man im Alltag nicht regelmäßig trainiert. Ja, also das habe ich auch gemerkt. Ich habe es jetzt nicht heute hier getestet. Ich habe es ja schon mal getestet, weil ich ein bisschen angeschlagen bin noch von meinem Boxkampf. Aber man merkt echt jeden Muskel und das Spiel zeigt einen auch sogar an, oder dieses Programm, sage ich mal, welche Muskelpartie man gerade benutzt. Und ist sehr gut und sehr geil als Fitnessgerät. Ne? Mhm. Aber auch nicht so einfach, für jedermann zu holen, weil es braucht auch viel Platz, ne? Muss man auch sagen. VR allgemein braucht ja viel Platz. Also auch selbst wenn ich gar kein Gerät habe, brauche ich Platz, um mich zu bewegen. Also von daher sind wir halt in der Welt, wo wir immer etwas Platz brauchen. Mhm. Sicherlich nicht die ideale Lösung für die einen Zimmerraumwohnung, aber wenn einen Hobbyraum hat oder einen kleinen Fitnessraum hat, da sollte so ein Gerät auch zukünftig mal Platz finden. Mhm. Die Cat VR, die wir hier im Hintergrund sehen, sind ja eigentlich nicht unbedingt für den Heimbedarf gedacht, oder? Man kann sie natürlich zu Hause benutzen, aber... Richtig, genau. Also es gibt bei uns zwei wesentliche Unterschiede. Wir haben den Catwalk C, das ist die kleine Customer-Variante, also die man sich auch zu Hause bequem hinstellen kann, weil sie nicht ganz so massiv und ganz so groß gebaut ist wie diese. Im Wesentlichen liegen die Unterschiede daran, dass wir hier in diesen Geräten ein integriertes Tracking haben und dadurch von den Schuhen her flexibel sind. Also hier kann jeder mit jedem Schuh plus Gleiter drunter problemlos spielen. Deswegen ist das eine ideale Arcade-Lösung. Die Bauweise ist auch etwas massiver, sodass man auch ein bisschen mehr dran rumzotteln kann. Mhm. Und auch mal, die etwas groberen Gäste nicht gleich einen Schaden an den Geräten anrichten. Bei dem Catwalk C, die Heimvariante, ist das ein ganz klein bisschen leichter gebaut, ein bisschen smoother aufgesetzt. Der Umfang ist eben nicht ganz so groß. Und ich kann diese Geräte nur mit speziellen Schuhen plus Tracker, die auf diesen Schuhen angebracht sind, betreiben, damit die Bewegung halt überhaupt wahrgenommen wird, weil dieses integrierte Tracking aus Platzgründen und Kostengründen dahin weggelassen wird. Ja, für die Leute, die auch diese Dinger zu Hause kaufen möchten, dieses Cat C heißt das? Ja, das Catwalk C. Mhm. Sind die Tracker dabei? Sind das Vive-Tracker oder was ist das für ein System dabei? Das sind extra Tracker, die gehören zu den Schuhen mit dazu. Also das kaufen sie auch im Extrawandel, da müssen keine extra Geräte mehr gekauft werden. Das Gerät kommt also komplett ready to play an. Mhm. Die Installation gestaltet sich auch spielend einfach, sodass man dann mit wenigen Klicken tatsächlich auch ins Game starten kann und seinen Spielspaß haben kann. Schuhe habe ich
mal hier, die können wir auch noch mal kurz in die Kamera halten. Also das sind die Originalschuhe, die es mit dazu gibt. Die haben vorne diese Steckmöglichkeit. Hier kommt dann der Sensor drauf montiert. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Und dieser spezielle Sensor scannt halt die Bewegung des Fußes. Und das funktioniert über das ganz normale Tracking-System, was dann auch verwendet wird über die Leithäuser und so weiter. Und so. Also Bluetooth wahrscheinlich schon auch, ne? Ja, die Rückseite des Schuhs hat so ein bisschen was vom Curling-Schuh. Hier sind Hartplastikelemente angebracht, die einfach auch dieses Rutschen und Gleiten leichter ermöglichen. Mhm. Der ist enthalten komplett? Der ist mit enthalten, genau, und kann auch als extra Zubehör in diversen Größen bei uns im Shop auch noch mitbestellt werden. Und dann gab es ja noch für Leute, die jetzt diese Schuhe nicht haben, diese tollen Umschnallelemente? Ja, das sind wiederum die, mit denen wir, die haben wir hier nochmal zu liegen. Ja, das sind also die Gleiter, die Universalgleiter, die gibt es auch in verschiedenen Größen, die ich dann halt ganz normal, ja, jetzt habe ich natürlich nicht die passenden Schuhe an, für deine aber. Ja, genau, nicht, die man sich dann da halt einfach unter die Schuhe unterschneiden kann und schon läuft man auf den Geräten los, sodass man also für diese Minis eben die einfache Variante hat, ideal eben für Arcades, wo ich viele wechselnde Schuhgrößen habe oder wo ich viele Nutzer habe, die das Gerät gleichzeitig nutzen wollen, ist das definitiv die einfache und schnellere Lösung, als für jeden extra paar Schuhe liegen zu haben. War aber auch vollkommen in Ordnung, fand ich. Also die haben jetzt nicht gestört oder so. Ja, ja. Zum Zeitpunkt des Videos habt ihr ja noch nicht eröffnet. Wann eröffnet ihr? Also wir haben geplant, am 15. Juli 2021 unser Geschäft hier zu eröffnen und ja, wir freuen uns dann alle hier mal begrüßen zu dürfen. Wo genau finden die Leute euch? Wir haben unseren Flagship-Store, also das Video jetzt hier gerade wird aufgenommen im Boulevard Berlin. Das ist in Steglitz und wir haben hier im Erdgeschoss gut 250 Quadratmeter Fläche, wo sich VR-Fans ausdrücken können. Also unbedingt, wenn ihr aus Berlin kommt oder ihr sagt, okay, ich wollte sowieso mal Berlin erleben. Ist immer eine Reise wert, ja. Absolut, absolut. Eine richtig gute Stadt, schöne Stadt. Muss man aber auch Zeit mitbringen, wenn man diese Stadt komplett erleben möchte. Aber wenn ihr sowieso hier seid, kommt hier hin, Boulevard Berlin und ja, testet diese Geräte. Und, oder da hinten, die sind jetzt gerade nicht im Bild. Die sind nicht im Bild. Die Icarosse, die haptische Weste, einfach mal verschiedene Brillen austesten. Die Möglichkeit habt ihr alle hier. Genau. Ja, dann danke Hendrik für das tolles Interview. Danke, und ja, Leute, definitiv nach hier kommen. Okay, alles klar. Na dann. Tschüss. Ciao. Ja, Leute, das war das Interview mit dem Hendrik. Und falls ihr mir noch Fragen stellen möchtet oder dem Hendrik, könnt ihr das gerne unter den Kommentaren machen, wie gesagt. Und ich werde dann Fragen weiterleiten. Und ja, könnt ihr natürlich auch gerne direkt Kontakt aufnehmen. Die Homepage ist ja unten in der Beschreibung. Und ja, da werdet ihr mit Sicherheit auch relativ schnell Antwort erhalten, wenn ihr da eine E-Mail hinschreibt. Ja, ich muss sagen, der Tag hat mir super gut gefallen. Ich habe super nette Leute kennengelernt. Wir haben viel über VR gequatscht, philosophiert und ja, VR gezockt natürlich auch und ja, getestet, was das Zeug hielt, bis die Leute aufgegeben haben. Weil man muss sagen, wenn man echt Probleme mit der Kondition hat, dann ist das Catwalk echt hart und man merkt das dann auch die nächsten Tage. Und ja, kommen wir zu meinem kleinen Fazit zum Catwalk. Und wie schon eben erwähnt, ich habe natürlich vorher ja einiges gelesen, gesehen und bin aber komplett neutral an die Sache rangegangen. Und als allererstes muss ich sagen, es ersetzt natürlich nicht das normale Laufen. Also es ist nicht das Gefühl, dass wir uns normal bewegen. Das ist nicht so. Es soll es aber auch gar nicht sein. Also ich sehe das Catwalk als Sport-VR-Gerät und so sollte es auch gesehen werden. Es ist halt, ja, es ist halt eine andere Art, VR zu erleben. Wir zocken, wir haben Spaß und wir treiben Sport und das ist, ja, das Kerngeschäft vom Catwalk, sage ich einfach mal. Also für die normalen VR-Nutzer. Es gibt natürlich auch noch andere Anwendungszwecke. Da sind Sachen geplant, von wegen Simulationen für die Feuerwehr, Polizei und so weiter und so fort. Und da ist natürlich sehr, sehr, sehr viel möglich, was man da mit simulieren kann. Und ja, dahin geht natürlich auch die Zukunft, dass es nicht nur für die Unterhaltungsbranche ist, sage ich mal, sondern auch für ernstere Themen, wie zum Beispiel auch, wie wir in der News-Sendung dieses Osso VR gezeigt haben. Ja, da werden Mediziner geschult mit dieser Software und ich finde gut, wenn VR auch
diese Branche bedient, Training. Training ist sehr, sehr wichtig und mit VR kann man natürlich ja, Szenarien schaffen, die man sonst nur teuer erleben kann. Zum Beispiel irgendwie ein Haus brennt und man muss da rauskommen. Da kann man natürlich dann auch wirklich mit Hitze arbeiten, mit Rauch und so weiter, um das noch realistischer zu machen. Und dahingehend sehe ich dann den Catwalk auch. Das wurde uns auch so ein bisschen beschrieben und finde ich auch ganz gut. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meiner Erfahrung. Und ja, also wenn wir diese Schuhe anhaben, müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, wie steigen wir ein. Man muss erstmal gucken, ist die Bremse drin? Wenn die Bremse drin ist, können wir ganz normal einsteigen. Wir schließen den Klettverschluss, schließen den normalen Anschnaller, sage ich mal, ziehen uns fest und dann sind wir schon safe. Wir können dann die Brille aufziehen und die Controller in die Hand nehmen und ja, die Bremse lösen und los geht's. Wenn man das erste Mal da drauf ist, muss man eine kleine Eingewöhnungsphase haben. Also 20 bis 30 Minuten sollte man sich schon Zeit nehmen, das Gerät langsam zu erkunden. Nicht direkt rumlaufen, sondern also rennen, sondern einfach nur ein bisschen in der VR-Welt rumgehen. Und dann hat man es relativ schnell drin, hat die Sicherheit auch für sich. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich sicher fühlt in diesem Gerät. Und ja, da muss man sich beschäftigen. Wie bewege ich mich am besten, wenn ich links, rechts, oben, unten gehe? Weil wenn man falsch steht, dann bewegt der Körper sich natürlich dann in eine Richtung, wo man gar nicht hin möchte. Das ist ein bisschen Trainingssache, aber wenn man das einmal drin hat, geht es relativ schnell vom Fuß, sage ich mal, nicht von der Hand. Zum Laufen muss man natürlich beachten, dass man, ja, es ist ein Stehen oder ein Laufen, wie, ich sag mal, wenn man normale Schuhe anhat und man steht auf einer Eisfläche und kann sich am Geländer festhalten und schlittert so ein bisschen übers Eis. So ein bisschen das Gefühl hatte ich dabei, nur dass man wirklich fest ist und man kann eigentlich nicht hinfallen. Also eigentlich unmöglich hinzufallen. Und ja, das muss man natürlich beachten. Man hat aber auch keine gerade Fläche, wo man läuft, sondern so eine kleine Schale, nenne ich es einfach mal. Und das ist halt der Punkt, wo man sagt, okay, es fühlt sich nicht wirklich real an, als ob ich jetzt normal gehe. Klar, kann es auch nicht, weil wir haben so eine kleine leichte Wölbung. Aber wenn man es wirklich nicht wirklich mit normalem Laufen vergleicht, ist es eigentlich eine coole Erfahrung. Ich hatte richtig Spaß an dem Tag. Mir hat es gefallen, wirklich mal durch Pavlov rumzulaufen, zu rennen und dann gleichzeitig zu schießen. Und ja, es ist verdammt anstrengend. Ich habe nach einer halben Stunde Pavlov sowas von geschwitzt. Also ich brauchte da erstmal wirklich 20, 30 Minuten, um mich wieder zu akklimatisieren und runterzufahren. Von daher, ja, einfach, ich finde es ein cooles VR-Erlebnis, muss ich einfach sagen. Viele denken wahrscheinlich, wenn man das Catwalk dann kauft, dann hat man sowas wie bei Ready Player One und es fühlt sich alles sehr, sehr realistisch an, aber es ist halt nicht so. Das ist ganz und gar nicht so und das muss man natürlich beachten, wenn man sich dieses Gerät kaufen möchte. Und wenn man das einmal beachtet, dass es wirklich ja, eine andere Art VR zu erleben ist, die Sport und Spaß miteinander kombiniert, dann kann man da, glaube ich, ganz gut mit leben. Ich sehe, wenn man es jetzt für zu Hause hat, eher den Knackpunkt, dass man nicht wirklich großartig an Multiplayer-Games teilnehmen kann, weil man ist wirklich im Nachteil, wenn man mit normalen Leuten spielt. Das sagte der Hendrik aber auch, also da hat man einfach keine Chance. Also sinnvoll macht es, wenn man Catwalk-VR-Spieler gegen Catwalk-VR-Spieler zocken und das macht als einziger Sinn. Ansonsten ist man da so ein bisschen, ist wahrscheinlich, fühlt sich das dann an wie Cheaten. Die anderen cheaten man selber nicht und man hat keine Chance. Ne? Aber für Singleplayer-Games, ich überlege mir gerade, wenn man Skyrim VR damit zockt, wenn man das durch hat, ich glaube, da hat man solche Beine und fühlt sich wie, wie ein Marathonläufer. Und man ist danach auch fit. Frage ist halt immer, was man will. Möchte man einfach nur relaxen und Spaß haben, dann braucht man halt kein Catwalk. Wenn man aber auch wirklich trainieren möchte und Spaß haben möchte, dann macht so ein Catwalk mit Sicherheit Sinn. Und Catwalk Mini ist natürlich schon eine Hausnummer, erstmal vom Platz her und dann aber auch vom Preis. Dann gibt es aber die günstigere Variante, der Catwalk C, der für Customer ist. Und hört sich eigentlich blöd an. Mini
ist jetzt nicht die kleine Version, sondern ist eigentlich die große Version. Davor gab es noch ein Catwalk Premium, glaube ich, das war das Riesenschlachtschiff. Und ja, dann gab es den Mini und danach den C, der noch kleiner ist. Ja, der C, den blende ich euch auch gerne jetzt mal ein. Den habt ihr aber eben schon im Interview auch gesehen. Das ist halt eine kleinere Version. Ich konnte den C leider nicht testen. Deshalb kann ich dazu jetzt für den Hausgebrauch nichts sagen. Ich hätte es gerne getestet, aber der war leider nur im Schaufenster, war noch nicht aktiv. Ich kann jetzt wirklich nur meinen Senf zum Catwalk Mini abgeben. Und ja, daher ja, muss man abwägen. Der kostet, glaube ich, da vor Ort 1.800, also wenn man den bei VR Atom bestellt, man hat auch eine Garantie über VR Atom und so weiter und so fort, ist alles drin, Zoll, Versand, ist alles schon mit inklusive. Und ja, würde ich mir so ein Gerät kaufen? Ist schwer zu beantworten, denn ich habe erstens das Geld aktuell gar nicht, wo ich sagen kann, ich kaufe mir jetzt so Spielereien, weil es ist ja, ich sage mal, wir sind ja alle VR-verrückt, positiv VR-verrückt, und wenn ich das Geld hätte, würde ich mir das kaufen, definitiv, denn ich bin halt ein VR-Bekloppter, sage ich mal, und ja, ich würde das kaufen und testen und damit mit Sicherheit auch meine Sportgames machen. Und der Catwalk C, wie ihr gesehen habt, ist auch kleiner, den kann man auch leichter verstauen. Und ja, so ein Catwalk Mini, da braucht man schon echt viel Platz für. Das muss man halt abwägen, ob es das Geld wert ist für einen selbst. Ich sage mal, die Behaptics Vest ist jetzt auch nicht gerade günstig. Muss auch jeder für sich entscheiden, ist der Mehrwert, es mir wert, das Geld auszugeben oder nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt wirklich jemand sagt, boah, ich spiele verdammt gerne VR, ich habe ein paar Kilos zu viel auf den Rippen und kann mich aber nicht dazu bewegen, Rad zu fahren, zu schwimmen, joggen zu gehen draußen. Für die ist das natürlich optimal. Ich glaube, damit könnte man echt, wenn man das über einen langen Zeitraum macht, mit natürlich einer gewissen Ernährung, kann man natürlich sehr, sehr viel abnehmen und Sport treiben. Von daher, für diese Leute ist das natürlich optimal. Ja, das dazu. Also, ich kann die vernichtenden Fazits nicht verstehen. Klar, wenn ich das Catwalk als normale Plattform sehe, dass ich ja wie bei Ready Player One einfach da drauf gehe und es fühlt sich so real an, als ob ich wirklich gehe, gut, muss ich sagen, ist nicht so. Aber wenn man das als Sportgerät, als andere Sportart sieht, dann macht es schon Spaß. Und die Leute, die mit mir dabei waren, können gerne auch unten unter den Kommentaren mal ihr Fazit dazu abgeben. Würde mich natürlich auch mega interessieren. Und euch natürlich auch, wie die das gesehen haben. Wie gesagt, der Andi Tewald, der Kalle Max und der Alexander, die können da gerne mal ihr Fazit dazu schreiben, wie sie den Tag so erlebt haben mit dem Catwalk. Ja, Leute, ich würde mich jetzt verabschieden. Aber das Video ist noch nicht zu Ende. Ich lasse jetzt einfach noch eine kleine Diashow laufen vor dem Tag und von der Arcade, die wir so gemacht haben. Und ja, ich sage schon mal Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Like da und ein Abo. Wäre echt nice, wenn ihr mir dahingehend Unterstützung bietet. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.